Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir kommen gerade zurecht. Es geht jetzt um den FDP-Antrag, nationales Impfportal. Und die erste Rednerin, Christine Aschenberg-Dugnus, wird das jetzt vorstellen. Sie ist von der FDP. Wollen wir das Impfmanagement in Deutschland digitalisieren und damit verbessern? Ich weiß, was Sie jetzt sagen werden. Impfen ist Sache der Länder. Das ist richtig. Das wollen wir auch gar nicht ändern. Denn in einigen Ländern, zum Beispiel in meinem Heimatbundesland Schleswig-Holstein, läuft es mit dem liberalen Gesundheitsminister Heiner Gaag sehr gut. In anderen Bundesländern ist das leider nicht so. Es geht hier, meine Damen und Herren, auch gar nicht um Zuständigkeiten, sondern es geht um einen schnellen Weg aus dieser Pandemie. Und das wollen wir doch hier alle. Die Bevölkerung ist es leid, dass immer dann, wenn es nicht rund läuft oder etwas schief läuft, die anderen zuständig und schuld sind. Aber das ist ja in dieser Regierung nichts Neues. Erst vollmundig Schnelltests zum 1. März versprechen, und wenn es dann nicht klappt, dann sind halt die Länder zuständig für die Bestellung. So läuft es nicht, meine Damen und Herren. Wir müssen schleunigst dafür sorgen, dass wir nicht sehenden Auges von einem Impfstoffmangel uns zu einem Impfstau bewegen. Es ist doch beschämend, dass in dem Land, wo der erste zugelassene Impfstoff entwickelt wurde, bis Ende Juni erst die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger ein Impfangebot erhalten. Und das ist noch optimistisch, meine Damen und Herren. Ich frage mich, wann die Bundesregierung endlich aufwacht. Wir sind uns doch alle einig. Impfen, Schnelltests sind der entscheidende Weg raus aus der Pandemie. Es muss geimpft werden und vor allen Dingen schnell und rund um die Uhr. In Israel kann bei IKEA und in Bars geimpft werden. Das liegt natürlich auch daran, dass Israel bei der Impfstoffbestellung klüger war als Deutschland und Europa. Als wir noch verhandelt haben, hat Israel schon gehandelt. Außerdem, und das ist der entscheidende Punkt, sind Länder wie Israel bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens Deutschland meilenweit voraus. Und wir schlagen uns mit geplatzten Impfterminen, die auf Zetteln und Excel-Tabellen geführt werden. Wir schlagen uns mit übrig gebliebenen Impfdosen, mit unprofessionellen Impfterminmanagement, mit ungenutzten Impfdosen und mit unterbrochenen Lieferketten herum. Das muss ein Ende haben. Da fragt man sich, warum läuft das bei uns so langsam? Warum läuft das bei uns so bürokratisch? Unser Ziel, und das ist das Ziel unseres Antrages, muss es sein, mit smarten Lösungen und Schnittstellen die Verteilung der Impfstoffe zielgenau zu optimieren, meine Damen und Herren, und zwar schnell und unbürokratisch. Selbstverständlich muss vor Ort die notwendige Flexibilität erhalten bleiben. Wir wollen keine starren Vorgaben. Aber ein digitales Impfportal hilft den Ländern und den Landkreisen zu entscheiden, wie viel Erstimpfstoff sie verimpfen können, ohne einen Engpass bei der Zweitimpfung zu geraten. Unser Vorschlag eines nationalen Impfportals listet alle verfügbaren Impfstoffe auf, steuert die Verteilung auf Impfzentren, auf mobile Teams, in die Arztpraxen und die Betriebsärzte. Damit ist für jeden Akteur ersichtlich, wo und in welcher Menge wie viele Impfungen pro Tag und Woche durchgeführt werden können. Kurzum, ein digitales, nationales Impfmanagement, das schnelles und zielgenaues Impfen ermöglicht, meine Damen und Herren. Aber die Bundesregierung hat mal wieder geschlafen. Bayern zum Beispiel arbeitet an einer eigenen digitalen Lösung. Da ist es doch besser, einen bundeseinheitlichen Rahmen zur Verfügung zu stellen. Legen Sie ein nationales Impfportal vor. Kommen Sie aus Ihrer einjährigen Reaktionsmodus heraus und machen Sie endlich vorausschauende Politik. Ein nationales Impfportal hätten Sie bereits im Sommer entwickeln können und müssen. Wieder mal muss die FDP-Bundestagsfraktion hier in Vorleistung gehen. Vielen Dank. Christine Aschenberg-Dugnus hat noch mal vorgestellt, die Gesundheitssprecherin der FDP, den FDP-Antrag, über den jetzt die Bundestagsabgeordneten hier debattieren. Ein nationales Impfportal, ein Forum in einem Tool, welches die Impftermine
koordiniert und verlässlich vergibt. Im Moment ist es so, dass in 16 Bundesländern 16 verschiedene Wege bemüht werden. Rudolf Henke jetzt für die CDU-CSU. Meine Damen und Herren, kritischer Geist ist immer gut, weil man nur aus kritischem Geist heraus Situationen verbessert. Aber zwingender Teil des kritischen Geistes ist auch selbstkritischer Geist. Und wenn ich, verehrte Frau Dugnus-Aschenberg, mich mal auf den eben genannten schleswig-holsteinischen Gesundheitsminister beziehen darf, und wir wissen als Union natürlich, dass wir in Schleswig-Holstein auch mit in der Miete drin sind, Redaktionsnetzwerk Deutschland, Dritter, die AstraZeneca-Impfstofflager werden immer voller. Die Impfzentren stehen leer. Man müsse ja auch Impfdosen für die Zweitimpfung zurückhalten, hieß es bislang entschuldigend von der Landesregierung in Schleswig-Holstein. Jetzt wird bekannt, CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn riet den Ländern, schon Mitte Februar alle AstraZeneca-Impfdosen so schnell wie möglich für Erstimpfungen auszukehren. In Schleswig-Holstein sorgten aber vor allem Computerprobleme des Kieler Gesundheitsministeriums dafür, dass der Impfstoff trotzdem liegen blieb. Soweit das Redaktionsnetzwerk Deutschland vor wenigen Tagen. Und deswegen, Kritik ist gut, aber Selbstkritik ist auch gut. Und wenn ich mich umhöre, dann finde ich einen bemerkenswerten Kontrast zwischen dem Beschluss, den die Gesundheitsministerkonferenz der Länder am 6. November letzten Jahres gefasst hat, 6. November, mit 16-0-0, einschließlich Schleswig-Holstein, einschließlich Rheinland-Pfalz, einschließlich auch dem dritten Bundesland, in dem die FDP an der Regierung beteiligt ist, Nordrhein-Westfalen. Und dieser Beschluss lautete, ich zitiere, das BMG erarbeitet derzeit zusammen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung auf Basis des bestehenden Systems der Terminvergabe der Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen ein standardisiertes Modul zur Terminvereinbarung für alle Impfzentren einschließlich mobiler Impfteams. Zitat Ende. Und was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Die Bundesländer wollten dann doch lieber ihre eigenen Wege gehen. Jedes Bundesland für sich. Und das gilt für Rheinland-Pfalz, weil es dort so ist, dass ein eigenes vom Ministerium getragenes System angewendet wird. Das gilt, wie wir eben gehört haben, für das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein. Und das gilt auch zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo wir ebenfalls ein eigenes vom Sozialministerium entwickeltes System haben. Herr Kollege Henke, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Aschenberg-Dugnus? Ja. Bitte, Frau Kollegin. Vielen Dank, Herr Kollege Henke, dass Sie die Frage zulassen. Stimmen Sie mir zu, dass zum Beispiel auch SORMAS eine Möglichkeit war für alle Bundesländer, dass das sehr zögerlich in Anspruch genommen wurde, als aber dann die Schnittstellenproblematik gelöst wurde, das heißt, als es ein verbessertes System war, geht es jetzt weiter. Also sind Sie allgemein dagegen, den Ländern etwas zur Verfügung zu stellen, oder ist es jetzt nur bei dem Antrag der FDP? Stimmen Sie mir zu, dass Ihr eigener CDU-Chef Laschet gesagt hat, dass wir einen Digitalisierungsschub brauchen. Stimmen Sie mir zu, dass bei der Bund-Länder-Konferenz jetzt zum Beispiel Apps wie, ich nehme nur mal als Beispiel Luca, vorangebracht werden muss, damit es alle Bundesländer auch mit den Gesundheitsämtern und mit SORMAS verbinden können. Warum machen Sie jetzt hier diese Unterschiede? Das ist wieder so typisch. Wir wollen doch Lösungen haben. Und das ist hier ein etwas, wo wir sagen, da muss etwas für die Länder zur Verfügung gestellt werden. Denn Sie wissen doch genau, wenn Sie jetzt sagen, da läuft etwas schief, ja, dann brauchen wir doch Lösungen. Und dann verweigern Sie sich doch nicht diesen Lösungen. Liebe Frau Kollegin Aschenberg-Dugnus, mein Eindruck ist, dass Sie mit dieser ausführlichen Frage ein ganz klein bisschen, nur ein ganz weniges bisschen ablenken. Weil das Thema SORMAS
ist ein eigenes Thema des Meldewesens im öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir unterstützen Armin Laschet total und komplett mit der Ansage, dass die Digitalisierung ausgebaut gehört und dass es zu den großen Erkenntnissen der Pandemie gehört, wie viele Schwächen wir immer noch im digitalen Bereich haben. Ich stimme Ihnen komplett zu, dass es gut ist, wenn viele Gesundheitsämter ihr Schnittstellenproblem der Meldung in SORMAS gelöst bekommen haben. Das ist ein wichtiger Schritt. Da haben aber alle dran mitgearbeitet. Das ist nicht parteipolitisch auszubeuten. Und ich stimme Ihnen auch zu, dass die Luca-App Fähigkeiten hat, von denen wir großen Nutzen werden ziehen können, wenn wir erleben, wie das Testen um sich greift. Aber das entschuldigt nicht, dass Sie mit Ihrem Antrag Monate später sind als der Beschluss, den die GMK gefasst hat, und dass sich inzwischen die Bundesländer, und das ist nicht nur ein Problem der FDP, sondern der Bundesländer, anders entschieden haben, weil ihnen das System 116, 117 dann doch nicht länderspezifisch genug war, weil sie gesagt haben, da könnte es zu Modulen kommen, die kennen wir noch nicht so genau, und weil dann halt jedes Bundesland sein eigenes System haben wollte und manchmal auch die Kreise und die kreisfreien Städte eigene Systeme haben wollten. Und deswegen ist das heute verschüttete Milch. Und Ihre Idee ist ja, jetzt Marsch, umkehren, zurück und nun wieder zentralisieren. Und da sage ich, nachdem die Länder halt ihre Systeme jetzt aufgebaut haben, aus ihren Schwächen gelernt haben und ich zum Beispiel in meiner Heimatregion, in der Städteregion Aachen, aus dem dortigen Gesundheitsamt höre, dass sie in der Tat jetzt in der Lage sind, die Terminwünsche superschnell zu bedienen, dass sie für 90% des AstraZeneca-Impfstoffs die Termine für die kommende Woche belegt haben. Da wäre es ein Treppenwitz, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen jetzt wieder ein bundesweites Impfmanagement neu und liefern allen noch mal ein neues System. Wenn wir beschleunigen wollen, dann dürfen wir uns an der Stelle jetzt nicht in die Irre führen lassen. Ich verstehe den Ansatz grundsätzlich ganz gut. Ich hätte es schön gefunden, wenn das im November so gemacht worden wäre. Aber jetzt kehrt Marsch zu sagen, wo wir davor stehen, die niedergelassenen Ärzte, die Betriebsärzte einbeziehen zu können, wo wir in Nordrhein-Westfalen beispielsweise jetzt davor stehen, Praxen auszuweisen, die den Auftrag erhalten, ihre Älteren, über 80-Jährigen zu Hause aufzusuchen und damit die Impfgeschwindigkeit zu steigern, wo wir in Hamburg erleben, dass beispielsweise ein Auftrag an die onkologischen Praxen gegangen ist, die Krebspatienten jetzt schon zu impfen, da jetzt wieder mit einem neuen System noch mal eine Warteschleife reinzulegen, das hat mit Beschleunigung des Impfgeschehens nichts zu tun. Das hat nur etwas zu tun mit dem Wunsch der FDP, vorzukommen in diesen Debatten, was ja auch begrüßenswert ist, weil es uns dann die Gelegenheit gibt, zu sagen, wie es richtig ist. Und da geht es um die Beschleunigung des Impfgeschehens, da geht es um die Einbeziehung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in das Impfgeschehen. Da geht es darum, das Angebot der Betriebe und der Betriebsärzte zu nutzen, um das Impfgeschehen zu beschleunigen. Und wenn wir die Ankündigung der Dosen sehen, dann wissen wir, dass wir für das zweite Quartal mit 76,9 Millionen Dosen, für das dritte Quartal mit fast 100 Millionen Dosen rechnen können. Und deswegen sind wir sehr gut mit Impfstoff versorgt, gerade auch nach der Entscheidung, AstraZeneca jetzt doch auch für die 65-Jährigen und Älteren freizugeben. Und ich glaube, das kann gelingen. Wir brauchen dazu jetzt nicht noch mal ein Bundesmonstrum, was nachentwickelt wird. Dafür ist es leider, muss ich sagen, zu spät. Jetzt lassen wir mal auf dem Weg weitermachen, der verabredet ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Rudolf Hinke war das für die Union. Wir haben es gesehen, der Bundesgesundheitsminister ist aus der Bundespressekonferenz hier wieder im Plenum des Deutschen Bundestages angekommen zu dieser Debatte. Es geht um das Impfmanagement, ein Antrag der FDP. Die FDP fordert ein nationales Impfportal und die Entwicklung einer Software
Und der nächste Redner kommt von der AfD, Ulrich Oehme. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, seit Beginn von Corona wurde die Lösung dieser Krise von Bundesregierung und Teilen der Opposition auf nur eine Möglichkeit der Beendigung verengt, das Allheilmittel Impfung. Und die Bevölkerung wird immer weiter mit PCR-, Schnell- oder Antigentests auf unbestimmte Zeit gequält. Wann fangen Sie endlich an, Ihre Strategie auf wissenschaftliche Grundlagen zu stellen? Und wie wollen Sie wissen, welche Herdenimmunität inzwischen erreicht ist? Viele Bürger brauchen möglicherweise gar nicht geimpft zu werden, da sie Antikörper entwickelt haben. Wir müssen endlich eine wissenschaftlich basierte Strategie entwickeln. Und das, was die Bundesregierung uns anbietet, ist ein unerträgliches Chaos. Jeder Gesetzentwurf oder Antrag wird das gleiche wackelige wissenschaftliche Fundament gestellt und stur an dieser einen Lösung ausgerichtet. Und anscheinend versuchen auch noch Kollegen dieses Hauses, daraus monetären Profit zu schlagen. Große Teile der Bevölkerung sind mehr als skeptisch gegenüber den Analysen, Bewertungen und abgeleiteten Maßnahmen. Deren Unmut wird seit dem letzten Sommer aber ignoriert. Und dass jetzt ein Herr Lauterbach, einer der führenden Corona-Test-Lockdown-Eiferer, für eine schnelle Beendigung dieses Zustandes ist, ist eine mehr als durchschaubare Ablenkung. Wer damals Wasserwerfer gegen friedliche Protestanten forderte, braucht jetzt nicht zu denken, dass die Menschen auf einmal alles vergessen haben. Erinnern Sie sich noch an die Schweinegrippe von 2009, 2010? Von den damals gelieferten 34 Millionen wurden nur knapp 5,7 Millionen Dosen verimpft. Der Rest musste vernichtet werden. 28,3 Millionen Dosen eines Wunderstoffes wurden einfach vernichtet. Warum? Weil erstens die Bevölkerung nicht gewillt war, als Versuchskaninchen genutzt zu werden, und zweitens die getroffenen Quarantänemaßnahmen ausreichten, um dem Ausbruch Herr zu werden. Schweinegrippe heißt jetzt Covid-19, geändert hat sich nichts. Und hier kommt nun der Antrag der FDP ins Spiel. Auch jetzt ist schon die Impfbereitschaft der Bevölkerung nicht sehr hoch. Vor allem, weil sie wieder ein angeblicher Wunderimpfstoff nicht die versprochene Wirkung erzielt. Und gleichzeitig häufen sich die Meldungen nach Nebenwirkungen, Problemen der Verträglichkeit und sogar Todesfällen, die nicht untersucht werden. Und warum macht Pfizer eine Rückrufübung seines Impfstoffes? Und trotzdem halten Sie stur an dieser einen Lösung fest. Der Antrag klingt gut, er ist jedoch nicht die Lösung. Da die Pandemie kurzfristig alleine ausklingen könnte, müssten möglicherweise abermals Millionen von ungenutzten Impfdosen vernichtet werden. Anstatt den Nachweis von Erregern sollten wir den Nachweis von Antikörpern testen. Den Test nach Erregern sollte nur bei Menschen mit schweren Symptomen gemacht werden, nicht bei jedem. Das wäre wesentlich kostengünstiger, längerfristig aussagefähiger und plausibler für den Bürger. Und es sei nochmals daran erinnert, dass der Europarat in der Resolution 2361 von diesem Jahr festgehalten hat, dass es keinen Impfzwang geben darf und dass niemand aufgrund der Nichtimpfung diskriminiert werden darf. Es gärt in der Bevölkerung. Das Gebälk des Staates ächzt unter dieser unnötigen Last. Öffnen Sie die Käfige, geben Sie den Bürgern ihre gesetzlich verbrieften Freiheitsrechte zurück, entketten Sie die Wirtschaft von Sanktionen und lassen Sie dieses Land wieder ohne Masken atmen. Vielen Dank. So, die Maske muss natürlich auch im Deutschen Bundestag aufgesetzt werden. Zumal es ja in der vergangenen Woche einen AfD-Abgeordneten gab, der an Corona erkrankt ist und auch Mitglied im Ältestenrat war. Der Ältestenrat musste dann komplett untersucht werden, aber zum Glück hat dieser Abgeordnete offensichtlich keine anderen Menschen hier angesteckt. Nächste Rednerin jetzt, Martina Stamm-Fiebig für die SPD. Wir haben in diesem Haus bereits mehrfach über die Impfkampagne gegen Covid-19 gesprochen und seit dem letzten Mal hat sich allerdings etwas verändert.
sodass wir das heute unter umgedrehten Vorzeichen diskutieren müssen. Ja, so mancher reibt sich verwundert die Augen. Aus einer Knappheit an Impfstoff ist innerhalb von 2 Wochen ein Überfluss an Impfstoff geworden. Stand gestern sind in die Länder knapp 9 Millionen Impfstoffdosen ausgeliefert worden. Das bedeutet, dass nach Abzug der zurückgehaltenen Impfdosen noch immer 1 Million Impfdosen in den Kühlschränken der Länder lagern. Aktuell werden rund 200.000 Menschen am Tag geimpft und wir erwarten in den nächsten Wochen Lieferungen von jeweils 2 Millionen Impfdosen pro Woche. Wenn man die Zahlen zusammennimmt, dann kann man sich schon mal die berechtigte Frage stellen, wieso das Ministerium davon ausgeht, dass die Zahl der Impfdosen erst im April die Impfkapazität der Zentren übersteigt. Mir scheint, dass das bereits jetzt der Fall ist. Ansonsten fällt es mir schwer, eine Erklärung dafür zu finden, weshalb aktuell, und ich sage es noch einmal, über 1 Million Impfdosen in den Kühlschränken der Länder liegen. Ich kann dann auch die vielen Bürgerinnen und Bürger verstehen, die aktuell Kontakt zu meinem Büro aufnehmen und die sich über die Zustände wundern. Und viele von denen würden gerne, obwohl sie nicht priorisiert sind, den Impfstoff nehmen, der über ist. Ganz ehrlich, ich wundere mich. Wenn die zeitnahe Impfung jetzt schon nicht hinhaut, wie soll die Situation dann aussehen, wenn der Impfstoff von Johnson & Johnson noch dazukommt? Jetzt haben sich aus der Verwunderung heraus noch keine Probleme von selbst gelöst. Was muss jetzt also folgen, damit sich die Situation zeitnah entscheidend verbessert? Erstens müssen die Länder dafür sorgen, dass alle Kapazitäten wirklich ausgeschöpft werden. Es darf nicht sein, dass beispielsweise ältere Menschen aus Mobilitätsgründen nicht geimpft werden. Wer nicht zum Impfzentrum kommt, der muss eben abgeholt werden. Wenn Termine abgesagt werden, dann muss ein flexibles Terminmanagement geben, das die Neuvergabe der Termine verlässlich regelt. Es kann eine Software sein, wie das etwa in Duisburg der Fall ist. An Softwarelösungen in diesem Land mangelt es nicht. Zur Not kann ich aber auch Lösungen vorstellen, die analog zu Personalaufstockungen bei der Kontaktverfolgung in den Gesundheitsämtern funktioniert haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dann müssen wir eben wieder die Bundeswehr oder Studierende bitten, Telefonlisten abzuarbeiten. In der Situation, in der wir sind, muss uns alles recht sein, um einfach das Impfen zu erhöhen. Jede Region ist anders. Und deshalb brauchen wir flexible Lösungen. Das wissen wir alle, die zu Hause sind, weil wir kein Schema F für alle haben. Wir haben den Ländern genug Freiraum gegeben, um vor Ort diese individuellen Lösungen zu suchen. In vielen Regionen klappt das auch gut. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass mancherorts eher eine Verwaltungsmentalität zu herrschen scheint, die ein dynamisches Reagieren auf die aktuellen Herausforderungen eher behindert. Und damit muss Schluss sein. Und wenn bereits jetzt abzusehen ist, dass die Kapazitäten trotz alledem weiter nicht ausreichen, wovon ich ausgehe und viele andere auch, dann darf die Lösung auch eine Nummer größer sein. Und man kann da auch in Nachbarländer gucken. Dort gibt es nämlich 24 Stunden, 7 Tage Impfungen und da impft man dann auch mal in einem Stadion. Wenn es politisch gewollt ist, geht viel in diesem Land. Man muss es nur wollen. Zweitens muss jetzt endlich die Ausweitung der Impfkampagne auf die niedergelassenen Ärzte erfolgen. Wir haben in Deutschland über 50.000 niedergelassene Hausärzte, die schnellstmöglich in die Impfstrategie mit eingebunden werden müssen. Und ich befürworte daher ausdrücklich, dass die Hausärzte ab Mitte März durch die Länder beauftragt werden können und mahne gleichzeitig an, dass das auch wirklich geschieht. Wenn bürokratische Kleinkariertheit und Diskussionen über Vergütungen, digitale Impfverfassung, seitenlange Dokumentationen oder Sonstiges hier zur weiteren Verzögerung führen, dann wäre das für alle Beteiligten peinlich. Zum Abschluss noch 2 Punkte zu dem FDP-Antrag. Wann und in welcher Größe die Lieferungen der Impfstoffe in die Logistikzentren der Länder, in den Landesbehörden gehen, ist bekannt.
Die Verteilung aus den Logistikzentren in den Ländern erfolgt dann auch nach strategischen Gesichtspunkten, welche die Länder festlegen. Und das ist auch gut so. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie eine bundeseinheitliche Meldeplattform dazu beitragen soll, hier bessere Abläufe zu schaffen. Es liegt letztendlich in der Hand der Länder, klar mit den einzelnen Städten und Landkreisen zu kommunizieren. Ebenfalls schleierhaft ist mir, wie ein nationales Impfportal bei der regionalen Vergabe von Impfterminen behilflich sein soll. Ich bin ja froh, dass die Terminvergabe in den Ländern sich so langsam eingependelt hat. Jetzt noch ein System einzuführen und alle andere ersetzen zu wollen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass das System migrationsfähig ist, halte ich auch vor dem knappen Zeithintergrund für absolut utopisch. Wenn wir eines zum jetzigen Zeitpunkt nicht gebrauchen können, dann ist es noch mehr Verwirrung, noch mehr Bürokratie und noch mal eins drauf, um das, was gerade anfängt zu funktionieren, jetzt noch mal zu zerstören. Wir lehnen den Antrag ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der Bundestag diskutiert über das Impfmanagement einen Antrag der FDP und der nächste Redner kommt von der Linksfraktion. Achim Kessler ist Obmann im Ausschuss für Gesundheit für seine Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, wir bleiben dabei, es muss ein schnellstmöglich Impfangebote für alle geben, um das Virus und seine neuen Varianten einzudämmen. Zusammen mit ausreichend Testmöglichkeiten ist das die zentrale Voraussetzung auch für sichere Öffnungen. Ich fordere die Bundesregierung deshalb auf, endlich alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Produktionsmöglichkeiten für Impfstoffe, aber auch für Schnelltests zu erhöhen. Aber zur erfolgreichen Bekämpfung der Pandemie reicht es nicht aus, alle Menschen in Deutschland zu impfen. Wir müssen auch an die Menschen in den europäischen Nachbarländern denken. Ja, wir müssen weltweit denken und handeln. Sonst warten die Menschen in den Ländern des globalen Südens noch jahrelang auf Impfstoffe, und das Virus kommt in Form von Varianten zu uns zurück. Schon jetzt gibt es Varianten des Virus, gegen die die vorhandenen Impfstoffe nicht ausreichend schützen. Deshalb müssen jetzt endlich alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Ausweitung von Impfungen voranzutreiben. Und dazu gehört auch, ich wiederhole es gerne, die Freigabe der Lizenzen und den entsprechenden Technologietransfer. Meine Damen und Herren, bis Mitte Februar wurden weltweit 138 Millionen Impfdosen verabreicht. Über drei Viertel davon, nämlich 100 Millionen, in 10 reichen Ländern. Dagegen haben 130 Länder mit insgesamt 2,5 Milliarden Menschen keine einzige Dosis erhalten. Meine Damen und Herren, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Anfang dieser Woche hat die Generalversammlung der Welthandelsorganisation über den Antrag Südafrikas und Indiens beraten, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe auszusetzen, solange die Pandemie andauert. Der Antrag wird von über 100 Regierungen und dem Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation unterstützt. Mit Deutschland und den übrigen EU-Ländern wäre die erforderliche Zweidrittelmehrheit möglich. Ich fordere die Bundesregierung auf, ihre Blockadehaltung aufzugeben, im Interesse der Menschen in den armen Ländern, aber auch in unserem eigenen Interesse. Wir hören aus vielen Bundesländern, dass es Probleme gibt mit der Vergabe von Impfterminen und der Verteilung der Impfstoffe. Die FDP schlägt mit ihrem Antrag eine softwaregestützte Lösung vor, um die Lieferungen mit der Vergabe von Impfterminen zu koordinieren. Es stimmt, wir brauchen bessere Schnittstellen zwischen den verschiedenen Softwaresystemen, die die Bundesländer und die Bundesregierung beim Impfmanagement nutzen. Und es sollte ebenso eine Selbstverständlichkeit sein, dass alle Impfzentren Softwarelösungen erhalten.
Aber der Antrag der FDP geht wie fast immer am Kern des Problems vorbei. Denn die Probleme der Impfzentren bei der Organisation der Impfung verweisen auf ein viel, viel grundsätzlicheres Problem. Nämlich auf den jahrzehntelangen Staatsabbau, den CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP in wechselnden Regierungskoalitionen gemeinsam durchgesetzt haben. Meine Damen und Herren, die Pandemie zeigt uns die verheerenden Folgen dieser Politik. Lernen Sie daraus. Überall fehlt es an personellen, finanziellen und anderen Ressourcen, auch und gerade im öffentlichen Gesundheitsdienst. Und dazu zählen natürlich dann auch vernünftige Softwarelösungen. Das bestreite ich gar nicht. Die Koalition rühmt sich, dass keine andere Regierung für den öffentlichen Gesundheitsdienst so viel Geld ausgegeben hat. Meine Damen und Herren, das stimmt. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass das nur deshalb nötig war, weil sie vorher den öffentlichen Gesundheitsdienst mit einer verantwortungslosen Kürzungspolitik ruiniert haben. Am Ende gab es in vielen Gesundheitszentren überhaupt keine Ärzte mehr. Das sind doch untragbare Zustände. Den Gesundheitsdienst zuerst zu zerstören und sich dann selbst auf die Schulter zu klopfen, in der Krise einen Teil dieser Kürzungen wieder aufzustocken, das ist wirklich ein starkes Stück. Glauben Sie nur nicht, dass die Leute das nicht durchschauen. Die FDP hat dazu beigetragen, eine Stimmung zu schaffen, die öffentliche Behörden und Einrichtungen als Ursache allen Übels diffamieren. Durch die Verkleinerung, Zerlegung und Privatisierung wichtiger Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge wurde die Fähigkeit des Staates geschwächt, soziale Prozesse demokratisch zu lenken. Damit haben sie auch die Fähigkeit des Gesundheitssystems geschwächt, auf Krisen wie eine Pandemie zu reagieren. Das zeigt sich jetzt deutlich bei der Impfstoffbestellung und bei der Impfstoffverteilung. Aber diese Probleme lassen sich nicht mit Digitalisierung allein lösen. Eine gut ausgestattete öffentliche Daseinsvorsorge, ein gut ausgestatteter öffentlicher Gesundheitsdienst ist kein unnützer Ballast, sondern das ist der Sinn eines funktionierenden Sozialstaats. So zeitgemäß der Antrag der FDP auf den ersten Blick auch scheinen mag, er kaschiert doch nur die tatsächlichen Probleme. Der Ruf nach Digitalisierung ist eine Pseudolösung, solange nicht zugleich in mehr Personal investiert wird. Die notwendigen Daten müssen eingegeben werden, sie müssen ausgewertet werden. Und vor allem sind es aber Menschen, die anschließend handeln und die notwendigen Schritte gehen. Leider war Digitalisierung bisher oft eine Kürzungspolitik durch die Hintertür. Wir können uns jedoch keine weiteren Kürzungen in der öffentlichen Daseinsvorsorge leisten. Nicht jetzt, mitten in einer Pandemie und auch nicht in Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auch Achim Kessler hat das Problem angesprochen. Es wird einfach zu langsam in Deutschland geimpft. Die Organisation und die Verwaltung sind überfordert. Und ein riesiges Problem in Deutschland ist die unzureichende Digitalisierung. Deswegen will die FDP ja jetzt eine eigene Software entwickeln lassen und in einem nationalen Impfportal bündeln. Die nächste Rednerin, Cordula Schulz-Asche von den Bündnisgrünen. Meine Damen und Herren, wir befinden uns in einer kritischen Phase der Corona-Pandemie. Wir alle wollen unsere Rechte und unsere Freiheiten zurück und gleichzeitig steigen die Infektionszahlen mit Mutationen. Und wir haben einen weiteren MPK-Beschluss, der wie alle seine Vorgänger mehr zur Verwirrung als zur Problemlösung beiträgt. Und warum? Weil diese Regierung verweigert, einen interdisziplinären wissenschaftlichen Beirat, einen Pandemierat seit Monaten und weil wir deswegen eine Bundesregierung haben, die seit einem Jahr nicht in der Lage ist, vorausschauend und rechtzeitig zu planen und zu handeln. Es gibt immer noch keine Teststrategie. Stattdessen gibt es seit vorletzter Nacht, seit dem 3.4. März 2021, ein Arbeitskreis, an dem 7 Ministerien beteiligt sind, unter der Führung von 2 Ministern, von dem mindestens einer wegen des Mautskandals längst hätte entlassen werden müssen. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, wie viel Vertrauen Sie allein mit dieser einzelnen Entscheidung verspielt haben bei der Bevölkerung.
Wir werden die Pandemie nur in den Griff bekommen, wenn die Menschen eine Perspektive, wenn sie Vertrauen haben und wenn die Bevölkerung weiter bereit ist, daran mitzuwirken mit den AHLA-Regeln. Aber wir brauchen eben auch digitale Kontaktnachverfolgung, testen, 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 auch mit Schnell- und Selbsttests und impfen, impfen, impfen. Und wir brauchen eine Regierung, die vorausschauend diese Schritte vorbereitet. Und deswegen ist es richtig und dringend, sich auch mit der Verbesserung der Impfkampagne zu befassen. Wir haben die Impfzentren und wir haben die mobilen Impfteams. Wir haben eine steigende Zahl von Impfstoffen und weitere werden hoffentlich bald durch die EMA zugelassen. Wir haben die Entscheidung der STIKO, dass jetzt auch mit AstraZeneca ältere Menschen geimpft werden können. Wir haben den MPK-Beschluss, dass Ende März, April auch in den Arztpraxen endlich mit dem Impfen begonnen werden soll. Ich sage endlich, weil Arztpraxen sehr wohl seit vielen Jahren regelmäßig und routinemäßig Impfungen planen und durchführen. Und sie kennen auch die chronisch Kranken, die in ihre Praxen kommen. Meine Damen und Herren von der FDP, das nationale Impfportal mag eine gute Idee sein, aber Sie kommen damit ein halbes oder mindestens Vierteljahr zu spät. Was wir jetzt brauchen, ist doch, dass Hausärzte, Fachärzte und Betriebsärzte, damit sie schneller impfen können, einen bundespolitischen Rahmen kriegen, damit sie loslegen können. Das geht um Vergütung, es geht um Lieferstruktur, es geht um Dokumentation und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die jetzt anstehen. Die Verteilung erfolgt ja durch die Länder und sobald mehr Impfstoff da ist, wird es dann auch losgehen. Aber die Voraussetzungen müssen doch hier auf Bundesebene geschaffen werden und da liegt uns schon wieder nichts vor. Jetzt werden Sie sagen, was ist mit den Impfzentren? Aber auch da ist das Problem nicht das fehlende das nationale Impfportal, sondern dass ab Mitte März die Impfzentren in der Lage sein müssen, unter Volllast Tag und Nacht impfen zu können. Darum geht es. Sie müssen in die Lage versetzt werden, sofort loszulegen mit jedem Impfstoff, der in diesem Impfzentrum eintrifft. Und da muss die Bundesregierung die Länder unterstützen, pragmatisch und ab sofort. Meine Damen und Herren, wir müssen mehr und wir müssen schneller impfen, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Dass über 1 Million Dosen AstraZeneca auf Halde liegen, ist doch ein Skandal. Aber die Gründe hierfür liegen nicht in fehlenden Regelungen oder in der Logistik, sondern sie liegen vor allem im Versagen, in der katastrophalen Aufklärung dieser Regierung über die Impfstoffe. Mein Minister Spahn, wo ist denn eigentlich die Kommunikationskampagne, die breite Kampagne, die über die verschiedenen Impfstoffe aufklärt, über die Vor- und Nachteile. Und ich rede jetzt nicht von den Internetseiten der BZGA, sondern ich rede da, wo die Leute tatsächlich an die Informationen herankommen, wo sie täglich sehen können. Wir haben ja die Idee schon gehabt, statt Börse vor acht, Gesundheit vor acht. Wegen meiner, auch Sie, Sie haben sich heute Morgen in der Pressekonferenz genannt als Kontaktbörse, als ministerielle Kontaktbörse. Egal, aber wir müssen doch endlich dazu kommen, dass die Menschen wissen, womit sie es zu tun haben, welche Probleme es geben könnte, worauf man achtet, was man tun soll, wohin man sich wendet. Das sind die Informationen, die den Menschen im Moment fehlen. Und das ist dieses Desaster, diese Regierung von Beginn an, dass sie das Verständnis für die Kommunikation in Richtung Bevölkerung einfach nicht verstanden haben. Und deswegen fordere ich Sie auf, Herr Minister, nicht nur zu reden, sondern tun Sie endlich alles, um diese Impfkampagne in Tagen und in den nächsten Wochen zu beschleunigen. Wir Grünen fordern seit Mai, April, Mai, Juni letzten Jahres interdisziplinäre, wissenschaftlich unterlegte Maßnahmen. Die haben wir in dieser Breite immer noch nicht. Durch einen Pandemierat, ich habe ihn schon erwähnt am Anfang, und einen Perspektivstufenplan mit klaren Verantwortlichkeiten, mit klaren Regeln, mit klarer Kommunikation, die von allen zu verstehen ist, von uns allen, damit wir unsere Freiheiten und unsere Rechte wiederbekommen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dr. Claudia Schmidtke, CDU-CSU, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Damen und Herren, von unseren drei Säulen der Virusbekämpfung, also den AHA-Regeln, den Tests und den Impfungen, sind die Impfungen die mächtigste Waffe. Sie sind absolut und abschließend, ihre nachhaltige Wirkung ermöglicht uns die vollständige Rückkehr in die Normalität. Und wichtiger, nur die Impfungen ermöglichen unseren alten Menschen, den Gebrechlichen, den chronisch Kranken, endlich wieder ein Leben in Sicherheit und ohne Angst vor schweren Verläufen durch Covid-19. Ich möchte zum vorliegenden Antrag der FDP heute drei Punkte feststellen und auch eine Bitte formulieren. Feststellung Nummer eins, dass wir impfen können, das ist das Beste, was uns in dieser Pandemie passiert ist. Dass ausgerechnet das jetzt aber zu den meisten politischen Verwerfungen führt, ist anhand der Knappheit der Vakzine verständlich, aber es ist auch doppelt ärgerlich. Es nimmt uns die Zuversicht und bringt uns zusätzlich gegeneinander auf. Der Bund könnte jetzt alle Vorwürfe, die gegen ihn bei der Impfstoffbeschaffung gerichtet waren, an die Länder zurückgeben, die bei der Verimpfung hängen. Und das ist, Sie haben es erwähnt, auch das FDP-geführte Ministerium in Schleswig-Holstein. Herr Henke hat dort ausführlich darauf hingewiesen. Ich will das schon aber deshalb nicht machen, weil wir nur gemeinsam vorankommen. Unser Ziel muss eine möglichst breite Impfung und Impfbereitschaft sein. Und das werden wir nur erreichen, das hat uns das Impfquotenmonitoring Covimo gezeigt, je stärker das Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft ist. Die Gemeinschaft, meine Damen und Herren, sollte sich jetzt nicht zerstritten präsentieren, sondern entschlossen, die epidemische Lage in Deutschland endgültig zu beenden. Feststellung Nummer zwei. Natürlich ist auch das Vertrauen in die Impfstoffe entscheidend für die Impfbereitschaft. Es ist gut, dass die fälschlichen Schlagzeilen vom Beginn der Impfkampagne mit dem Vakzin von AstraZeneca mittlerweile weitgehend richtiggestellt sind. Die Studienmanuskripte von Schottland und England enthalten sogar sehr gute Nachrichten. Wenn das Risiko für über 80-jährige Empfänger für eine stationäre Covid-19-Behandlung bereits nach der ersten Dosis um 81% sinkt, dann ist das schlichtweg ein fantastischer Impfstoff. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Ullmann? Ach so, ja gut, dann aus der FDP-Fraktion. Sie hat heute schon so viel geredet. Ja oder nein? Weiter. Nein. Ja, wir können uns ja später unterhalten, Christine. Und für diesen fantastischen Impfstoff müssen wir dankbar sein. Und es ist gut, dass er nun auch für Ältere freigegeben ist. Feststellung Nummer drei. Die Impfkampagne ist eine logistische Herausforderung, die mehr oder minder gut umgesetzt wird. Sie wird erschwert durch den weiterhin vorhandenen grundsätzlichen Mangel an Vakzinen, weshalb wir sinnvollerweise eine Priorisierung zugunsten der gefährdetsten Gruppen einhalten und in vielen Fällen auch durch unzureichende, teilweise sehr frustrierende Terminvergabesysteme der Länder. Insofern muss ich der FDP-Fraktion völlig recht geben, dass sie dieses Problem adressiert und hierfür auch vorgestern einen für ihre Verhältnisse ungewöhnlich detaillierten Antrag eingebracht hat, auch wenn die Quellenangaben jetzt wirklich keinen wissenschaftlichen Wert haben. Doch muss ich dem jetzt schon entgegenhalten, warum hat die FDP, und das hat auch Herr Henke und andere gesagt, warum kommen Sie jetzt erst auf die Idee, dass die Terminvergabe zentral erfolgt durch die Länder, in denen sie ja auch an den Regierungen beteiligt ist? Das war der Wunsch von vielen von uns. Aber ausgerechnet jetzt, wo es anfängt zu laufen, kommen Sie mit diesem Antrag. Dass die Anfangsschwierigkeiten, die immer noch bestehen, schrittweise abgestellt werden, dass dazugelernt wird. Mittlerweile werden fast 200.000 Impfungen pro Tag vorgenommen. Die Länder haben 300.000 zugesagt. Jetzt werden schrittweise die Hausärzte eingebunden. Auch bei dieser Einbindung hoffe ich, dass die Länder, die noch keine Konzepte haben, von denen lernen, die bereits welche erarbeitet haben, Best Practice im Föderalismus. Frau Kollegin, darf ich Sie noch mal kurz unterbrechen? Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Maria Kleinschmeig? Nein, ich mache mal weiter. Meine Damen und Herren, nun ende ich mit meiner Bitte. Wir alle spüren eine große und natürlich auch teilweise berechtigte Unzufriedenheit mit dem Impftempo. Dass die Politik in Bund und in den Ländern hierfür den Rücken gerade halten muss, ist in Ordnung. Dafür sind wir gewählt.
Aber ich möchte jetzt einmal ganz klar diejenigen in Schutz nehmen, die sich mit viel Empathie und Engagement für uns einsetzen, in den Verwaltungen, in den Gesundheitsämtern, in den Impfzentren, die vielen Ehrenamtler. Diese Pandemie ist nicht nur eine starke Belastung für alle Menschen in unserem Land, sie ist es auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien, im Bund, in den Ländern, in den Gesundheitsämtern, in den kassenärztlichen Vereinigungen. Es wird Tag und Nacht und an den Wochenenden gearbeitet. Und nach einem Jahr mit hoher Schlagzeil ist auch in den Verwaltungen die Kraft teilweise am Ende. Es wäre gut, wenn wir bei der künftigen Auseinandersetzung darauf achten, dass wir gut und rücksichtsvoll auch in diesem Bereich miteinander umgehen. Klar, kommen Sie bitte zum Schluss. Klar in der Sache und auch klar im Dissens, wo es sein muss. Aber immer mit der Achtung gegenüber denjenigen, die im Hintergrund jeden Tag für uns viel leisten. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Claudia Schmidtke. So, wir haben jetzt zwei Kurzinterventionen. Die lasse ich hintereinander. Und Sie, Frau Schmidtke, können dann darauf antworten, mit ein bisschen länger Zeit. Zuerst die erste Kurzintervention, Christine Aschenberg-Mugnus. Von der FDP. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Frau Kollegin aus Schleswig-Holstein, dass Sie da jetzt Schleswig-Holstein bashen, finde ich schon ein bisschen daneben. Wir hatten als Schleswig-Holstein die schnellsten Impfungen, waren an zweiter Stelle. Nee, man hört mich auch mit Maske, ne? Ja. Ja, Sie können, wenn Sie reden, können Sie die Maske machen. Ja, das waren Sicherheitsgründe. Insofern wurden auch die zweite Dosis zurückgehalten, weil das dem Stand der Wissenschaft entsprach, weil man eben diese Zeit nutzen wollte für eine bessere Wirksamkeit der Impfung. Sie sind ebenfalls schleswig-holsteinische Abgeordnete. Deswegen verwundert es mich doch sehr, dass Sie das in Ihren Äußerungen nicht mit berücksichtigen. Und das spricht doch gerade für eine digitale Lösung. Wenn es Änderungen gibt, dass man zum Beispiel sagt, man braucht nur noch eine Impfung oder man kann den Zeitraum zwischen erster und zweiter Impfung nach hinten schieben, dass man darauf durch smarte Lösungen flexibel reagieren kann. Das ist doch der Sinn unseres Antrages. Und das haben Sie natürlich überhaupt nicht berücksichtigt. Und dass Sie dann sagen, unser Antrag kommt zu spät, also Entschuldigung, das ist ja wohl ein Treppenwitz. Wer ist denn hier in der Regierung? Wer muss denn für solche Lösungen sorgen? Das sind doch Sie in der Regierung. Und ich bin ein überaus positiver Mensch. Deswegen glaube ich immer noch, dass die Regierung irgendwann mal aufwacht und mit eigenen Anträgen hierher kommt. Aber wenn Sie das nicht tun, dann ist die Opposition eben gezwungen, das selbst zu machen, und dass Sie uns dann vorwerfen, es kommt zu spät. Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Dann jetzt Maria Kleinschmeink. Von den Grünen. Schmidtke, ich würde Sie gerne als Patientinnenbeauftragte ansprechen, und ich muss sagen, dass ich sehr vermisst habe, dass Sie hier am Pult deren Perspektive eingenommen hätten und uns dargelegt hätten, was Sie unternehmen, um den vielen, vielen Risikopatientinnengruppen, die entweder zur Priorisierungsgruppe 1 oder zur Priorisierungsgruppe 2 gehören, verzweifelt auf einen Termin warten, damit konfrontiert sind, dass ihre Kinder jetzt wieder in die Schule gehen, also Risiken nach Hause tragen. Was Sie dafür tun, dass diese Patientinnen und Patienten Informationen erhalten, wie sie an einen Termin kommen, wie sie das Zeugnis darüber, dass sie zur Risikogruppe erhalten, wie sie das bekommen und wie sie sicherstellen durch eine Kampagne, dass diese Gruppen tatsächlich schnellstmöglich dann auch geimpft werden können. Das wäre Ihre Aufgabe aus meiner Sicht. Es ist sehr, sehr kleinteilig, hier über die regionalen politischen Auseinandersetzungen zu reden, sondern es geht ja darum, die Perspektive aller Patientinnen und Patienten einzunehmen. Das ist Ihr Job, den Sie extra erhalten haben hier aus den Reihen des Parlaments. Und von daher würde ich erwarten, sagen Sie uns, was unternehmen Sie ganz konkret, um diese Menschen besser und schneller zu impfen. Vielen Dank. Frau Dr. Schmidtke. Ja, vielen Dank, dann nehme ich das mal ab. Frau Aschenberg-Dugnus,
Sie kommen ja doch noch mal zurück auf Schleswig-Holstein. Ja, es ist so, es hat sich etwas geändert mit der Impfdosierung. Und es ist so, dass der Bundesgesundheitsminister Spahn die Länder darauf hingewiesen hat, Mitte Februar. Und dann kann ich Ihnen sagen, in Kiel wollte man sich aber absichern und das gerne schriftlich haben. Gag selber habe Spahn deshalb aufgefordert, das Schreiben zu verfassen. Das heißt, man hat gewartet, bis es ein Schreiben gibt, wobei es wirklich schon kommuniziert war. Das ist schon sehr komisch. Herr Henke hat es ausgeführt. Es gibt den GMK-Beschluss, der einstimmig gewesen ist. Dann ist es so, dass es eine Umstellung der Software gegeben hat. Und deshalb hat diese Softwareumstellung hat eine Woche gedauert und damit sind 58.000 Dosen liegen geblieben. Und das ist ja wohl ein Verschulden des Gesundheitsministeriums. Also Umstellung auf Digitalisierung hat dort nicht so wirklich gut geklappt. Die Antwort auf Ihre Frage, auch ich bin Abgeordnete und es ging hier um den Antrag der FDP, der sehr konkret gewesen ist und selbstverständlich bin ich mit vielen Patienten, mit vielen, die verantwortlich sind für die Impfreihenfolge, stets und ständig in Gesprächen. Ich habe mich eingesetzt für diejenigen, die schwerst chronisch krank sind, damit sie in die Prioritäten weiter vorne kommen. Es läuft einfach auch sehr viel Arbeit, ohne dass man dort jeden Tag drüber redet. Aber täglich bin ich damit beschäftigt und selbstverständlich setze ich mich für die Patientinnen und Patienten ein. Und mit denen bin ich auch in einem sehr guten Austausch. Vielen Dank, liebe Kolleginnen. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Paul-Viktor Podolay. Ja, und nun Herr Podolay, bitte darf er ran. Paul-Viktor Podolay ist Mitglied im Ausschuss für Gesundheit. Allerdings hat er die Maske nicht ordentlich auf. Das hat Claudia Roth gerade wohl auch bemängelt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die Bürger haben längst den Überblick verloren, wer, wann und wie geimpft werden soll. Deutschland, einst Weltmeister der Organisation und Ordnung, scheint unter Bundeskanzlerin Merkel im Chaos zu versinken. Sie hat uns hier mittlerweile die DDR 2.0 installiert. Aber auch die FDP scheint lange den Überblick darüber verloren zu haben, was die Aufgabe einer echten Oppositionspartei ist. Zu Beginn der Krise zeigten sie stets Linientreue, als Bundesminister Spahn und RKI-Chef Wieler von der Kanzel aus neue Maßnahmen, Gebote und Angst gepredigt haben. AfD-Anträge wie der Antrag zur Aufhebung der epidemischen Lage, den die AfD bereits im Mai letzten Jahres eingebracht hat, haben sie konsequent abgelehnt und sind auf der Panikwelle mitgeritten, bis sie eben diesen Antrag schlussendlich kopiert und im Juni selber im Bundestag eingebracht haben, meine Damen und Herren. Aber auch erst, als die FDP-Umfragewerte in den Keller gerasselt sind. Ist Ihnen das nicht peinlich? Jetzt ist der Staat als Anker gefragt. So äußerte sich nicht etwa Jens Spahn, sondern Christian Lindner von der mutmaßlich marktliberalen FDP. Olaf Scholz' potente Bazooka hat die FDP wohl ins Staunen gebracht. Die Kehrtwende kam erst, als sie realisierten, dass sie ihre eigene Wählerschaft verraten haben. All die Unternehmer, den Mittelstand und vor allem die niedergelassenen Ärzte, die zu den größten Verlierern der spanischen Gesundheitspolitik gehören. Und jetzt wollen sie ein nationales Impfportal und eine Software entwickeln, in diesem Land, in dem nicht einmal eine Hotline funktioniert. Wann fängt das Impfen laut Ihrem Zeitplan dann so richtig an? Ab 2025? Portale, Apps und Register werden Deutschland in dieser Krise genauso wenig voranbringen wie die unrealistischen Inzidenzwerte der Kanzlerin. Meine Damen und Herren, wir brauchen jetzt pragmatische Lösungen,
die Zulassung von Covid-19-Medikamenten zur Behandlung und das schnelle, unbürokratische Impfen aller Interessenten und das auch in regulären Arztpraxen. Hören Sie auf zu diskutieren und befreien Sie die Menschen aus der Geiselhaft. Vielen Dank. Dankeschön, Viktor Brodulay. So, und jetzt sehen wir es nochmal, da muss ich mich korrigieren. Herr Brodulay hat eine ganz ungewöhnliche Maske mit einem Gesichtsschild. Insofern ist das alles in Ordnung, was er hier gemacht hat. Er hat eine Maske auf, war schwer zu erkennen. Für mich zumindest Sabine Dittmar jetzt, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, hat als Nächste hier das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Corona geht uns allen gehörig auf die Nerven. Es ist anstrengend und kräftezehrend. Es ist daher nicht nur ein wirklicher Segen, sondern ein gigantischer Erfolg unserer Wissenschaft und Forschung, dass wir mittlerweile 3 hochwirksame Impfstoffe gegen das Coronavirus zur Verfügung haben und nach aktuellen Erkenntnissen diese auch gegen seine Mutanten wirken. Impfungen sind eine der größten Errungenschaften der modernen Medizin und ein wirkungsvolles Mittel, um schwere und tödliche Erkrankungen zu verhindern. Und daher erfüllt es mich mit großer Dankbarkeit, dass sich laut einer neuen Forsa-Umfrage 73% der Bürgerinnen und Bürger sicher und 12% höchstwahrscheinlich gegen Corona impfen lassen wollen. Von Impfmüdigkeit kann also keine Rede sein. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass ich bis zum Sommer jede und jeder impfen lassen kann, der das will. Aber meine Damen und Herren der FDP, was wir jetzt wirklich brauchen, ist mehr Schnelligkeit und mehr Flexibilität. Wir brauchen pragmatische Entscheidungen vor Ort und den Mut, diese auch zu verantworten und umzusetzen. Und was wir sicherlich nicht brauchen, sind Entwicklungsaufträge und Ausschreibungen für Online-Portale, Softwarelösungen, Schnittstellen und eine Zentralverwaltung. Kolleginnen und Kollegen, es ist richtig, dass wir zu Anfang bei knappen Impfstoffmengen priorisieren und die Menschen mit einer Impfung schützen, die vor einem schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf bedroht sind. Und zwischenzeitlich befinden sich die meisten Bundesländer auch in einem fließenden Übergang zur zweiten Priorisierungsgruppe. Von Bundesland zu Bundesland ist es allerdings unterschiedlich mit der Registrierung. Das ist schon festgestellt worden. Es ist ein Ärgernis, dass der Gesundheitsministerkonferenzbeschluss nicht umgesetzt worden ist. Telefonisch, online, per Einladung schreiben oder auch wie bei mir direkt in der Kommune. Das führt zu Unsicherung und Ärger. Das kann ich nachvollziehen. Aber jetzt eine Änderung ist einfach zu spät. Man hätte das im November sich an seine eigenen Beschlüsse halten müssen. Stand heute, Kolleginnen und Kollegen, dürften knapp 11,5 Millionen Impfstoffdosen an die Bundesländer ausgeliefert sein und bis heute Abend dann davon auch über 7 Millionen verimpft. Das heißt aber auch, dass noch 4 Millionen Impfstoffdosen in Kühlschränken und Logistikzentren liegen. Und auch wenn die Hälfte davon für die Zweitimpfung reserviert ist, stellt sich mir nach wie vor die Frage, warum sind nicht schon 1 Million Menschen mehr in Deutschland geimpft? Und eines ist für mich auch klar, das von der FDP vorgeschlagene Impfportal wird dieses Dilemma nur bürokratisch verwalten, aber nicht lösen. Denn das, was wir jetzt brauchen, ist mehr Drive beim Impfen, ist den Turbo einlegen. Und in meinen Augen sind da folgende Aspekte zu berücksichtigen. Wenn ein bestimmter Impfstoff abgelehnt wird, was mir unerklärlich ist, wird er selbstverständlich und sofort den Impfberechtigten der nächsten Priorität angeboten. Menschen mit chronischer Erkrankung, pflegende Angehörige oder auch Beschäftigte in Behinderteneinrichtungen warten sehnlichst darauf. Und wir wissen, dass der Impfstoff von AstraZeneca beim Verhindern von schweren Krankheitsverläufen in der gleichen Liga spielt wie die Messenger-RNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna. Und erfreulicherweise hat ja auch gestern die STIKO ihre Empfehlungen angepasst. Wir müssen die Impfintervalle zwischen erster und zweiter Impfung auf das zugelassene Maximum ausdehnen. Und wir müssen das Zurückhalten von Impfstoffdosen für die zweite Impfung auf eine geringe Sicherheitsreserve einschmelzen. Und so können wir in kurzer Zeit sehr, sehr viele Menschen mehr impfen. Und das alles sind Empfehlungen, die schon seit einigen Wochen existieren und nun auch endlich in den Ländern umgesetzt werden müssen.
Und wir erwarten im zweiten Quartal Stand heute, und das ist noch ohne die zu erwartenden Zulassungen von Johnson & Johnson und CureVac, über 60 Millionen Impfstoffdosen. Und klar ist doch, dass die Länder ihre Impfzentren, ihre Kapazitäten massiv ausbauen müssen. Die angekündigten Kapazitätssteigerungen auf 300 bis 500.000 Impfungen am Tag müssen jetzt auch zügig erfolgen. Und drittens, und das ist für mich ein ganz zentraler Punkt für den Erfolg der Kampagne, ist es jetzt, die Haus- und Facharztpraxen und auch die Betriebsärzte zügig mit einzubeziehen. Und dass unsere niedergelassene Ärzteschaft das kann, das stellt sie Jahr für Jahr unter Beweis, wenn innerhalb von wenigen Wochen mehr als 20 Millionen Menschen gegen die Grippe geimpft werden. Ich, meine Damen und Herren, bin fest davon überzeugt, dass die Einbeziehung der Haus- und Fachärzte den entscheidenden Unterschied im Kampf gegen Corona ausmachen wird. Eine Registrierung ist dann auch nicht mehr notwendig, da die Terminvergabe am sinnvollsten direkt und wie gewohnt in der Arztpraxis erfolgt und der Arzt kennt seine Patienten und kann auch vor Ort eine qualifizierte Entscheidung zur Priorisierung treffen. In Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg werden schon jetzt Schwerpunktpraxen in die Impfkampagne integriert. In Rheinland-Pfalz, das übrigens mit der Impfquote mit an der Spitze liegt, läuft seit einigen Tagen ein Modellprojekt mit Hausärzten, die bettlägerige Patientinnen und Patienten impfen, und auch in Brandenburg impfen Hausärzte im Modellprojekt. Eine flächendeckende, regelhafte und nicht nur modellhafte Einbeziehung unserer ambulant tätigen Ärzte erfordert aber auch entsprechende Regelungen in der Impfverordnung. Und da brauchen wir jetzt, lieber Herr Minister Spahn, wirklich zügig die angepasste Verordnung aus Ihrem Hause. Die Fragen zur Logistik, zur Verteilung, natürlich auch zur Vergütung, aber vor allem auch die Fragen der eigenständigen Datenmeldung an das Robert-Koch-Institut für den ambulanten Bereich müssen geklärt werden. Die Haus- und Fachärzte stehen in den Startlöchern und warten darauf, mit den Impfen zu beginnen. Das alles wird uns schneller und sicherer ans Ziel bringen als die Etablierung eines weiteren bürokratischen Monsters. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund. Sabine, gib mal hier noch einmal mit der Feststellung, dass die eigenständige Datenmeldung an das RKI funktionieren muss. Das ist ja die Sorge, die viele umtreibt. Auch die FDP, die jetzt also empfiehlt, ein eigenes Impfportal und die Entwicklung einer einheitlichen Software. Vorgeworfen wird der FDP, dass das alles zu spät kommt. Aber die FDP hat diesen Vorschlag, der das Ganze effizienter machen soll. Und Andrew Ullmann wird das jetzt noch einmal für die Liberalen ausführen. Vor 2,5 Monaten hat der Bundesminister Spahn zu Beginn der Impfkampagne gesagt, und ich zitiere, es wird am Anfang ruckeln. Wir sind bestens vorbereitet, aber jetzt wird es konkret. Ja, Herr Spahn, jetzt wird es konkret. Wann hört das Ruckeln endlich auf? Das ist hier die Frage. Und Frau Dittmar, ja, Sie haben recht. Impfgeschwindigkeit ist jetzt essentiell. Doch Impfstoffe auf Halde und langsame politische Fahrt auf Sicht werden hingegen zu einem Crash führen, auch bei der SPD, denn noch ist die SPD in der Regierung und sie regieren eigentlich mit. Sie sind mit dabei. Das vergessen Sie immer wieder. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Betriebsärzte sind schon seit Monaten bereit, Impfungen durchzuführen. Jetzt wird es Zeit, endlich zu planen, weitsichtig, nicht kurzsichtig. Übrigens, Herr Henkel, nach vorne blicken, nicht nach rückblickend. Wir bieten wieder einmal eine Lösung an. Ein Impfportal ist ein weiteres Werkzeug, um die Pandemie besser zu begegnen. Und ein Wort des Dankes an die Service-Opposition wäre jetzt eine gute Geste. Dr. Ullmann, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Dittmann? Ja, von meiner Nachbarin immer gerne. Ja, danke, Herr Kollege Ullmann, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben zu Recht bemerkt, dass meine Fraktion, meine Partei, die SPD, mit in der Regierung ist. Aber Sie haben auch den Ausführungen entnehmen können, dass das Impfen natürlich in Verantwortung auch der Bundesländer liegt. Das ist ganz klar vereinbart. Und ich hoffe doch sehr oder frage Sie, ob Sie zur Kenntnis genommen haben, dass die Regionen, die jetzt modellhaft bereits mit Arztpraxen und ambulanten Praxen arbeiten, dass das alles Länder sind, die unter sozialdemokratischer Führung stehen. Würden Sie bitte stehen bleiben, Frau Dittmar? Dankeschön. Herr Ullmann.
Da müsste ich schon mit der Lupe suchen, in welchen Ländern das genau ist, denn es gibt auch viele Modellmöglichkeiten und ein Modell ist übrigens auch die Digitalisierung und Sie haben das als bürokratisches Monster dargestellt und Faxe sind ein bürokratisches Monster und Digitalisierung hilft da besser zu koordinieren. Es geht um Management hier, klar um Management und nicht darum, welches Land jetzt hier besser ist unter welcher Führung und das ist hier eine gesamtpolitische Aufgabe der Bundesländer wie auch der Bundesregierung und das ist ja auch meine Kritik oder unsere Kritik daran, Sie sind mit in der Verantwortung und Sie üben hier Oppositionspartei innerhalb der Regierung und das ist immer sehr überraschend. Und Frau Schmidtke, Sie haben gesagt, es läuft alles glatt. Das stimmt einfach nicht. Ein Beispiel auch aus einem Land, wo Menschen, ältere Menschen, Prioritätsgruppe 1 in der Kälte standen, minutenlang, bis dann festgestellt worden war, es ist ein Softwarefehler und sie sind wieder nach Hause geschickt worden, weil sie nicht dran waren. Oder ein anderes Beispiel gestern aus einer deutschen Großstadt. Es hat geregnet, standen etwa 70 bis 100 Menschen vor dem Impfzentrum und warteten, dass sie geimpft werden. Das sind Managementfehler und das kann man natürlich abstellen durch Digitalisierung und nicht durch Fax oder durch Excel-Tabelle. Und das ist, was wir erreichen wollen. Herr Spahn, sorgen Sie dafür, dass diese Menschen... So, das ist aber dann die letzte Frage. Wollen Sie eine Frage von Dr. Schmidt zulassen? Natürlich, von der Kollegin aus Schleswig-Holstein immer gerne. Na, jetzt habe ich ja nicht Lieblingskollegen gesagt. Ah, jetzt keine Psychoprobleme. So, jetzt... Ich wollte es nur noch mal korrigieren, weil Sie, lieber Kollege, es hier falsch zitiert haben. Ich habe nicht gesagt, dass alles rund läuft. Ich würde es mir wünschen, weil alles rund liefe und wenn wir alle ein bisschen freundlicher miteinander wären. Ja, also ich bedanke mich für die Korrektur. Ich freue mich, dass Sie auch die gleichen Ziele verfolgen wie die FDP, dass wir die Impfkampagne endlich ins Rollen bringen und nach vorne bringen für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Herzlichen Dank dafür. So, und jetzt kommen Sie wieder zu Ihrer Rede. Jetzt versuche ich mal meine Rede. Ich verliere den Faden hier vollständig. Wahrscheinlich. Ja, die Pandemie, meine Damen und Herren, können wir nur mit klaren Hygieneregeln begegnen, mit Kontaktverfolgung, mit Testungen, mit Impfungen. Und das bei entsprechendem Management kann das nur erfolgreich funktionieren. Aber Management gilt ja nicht nur für Impfungen. Wie sieht es mit den Schnelltests aus? Ab Montag soll jeder hier in Deutschland die Möglichkeit haben, sich einmal einen Schnelltest unterziehen zu lassen. Viele Kolleginnen und Kollegen aus der Ärzteschaft und aus der Bürgerschaft haben mich darauf angesprochen. Viele glauben nicht mehr an diese Konzepte, das Vertrauen verschwindet. Und das ist ein schlechtes Zeichen, meine Damen und Herren. Hier müssen wir Vertrauen wieder zurückgewinnen und mit einem guten Managementkonzept das voranbringen. Und da ist unser Impfportal eine gute Sache. Wenn jeder sich einmal pro Woche impfen lassen kann, bedeutet das 320 Millionen Impftestmöglichkeiten pro Monat. Aber immerhin hat die Regierung bisher 150 Millionen gesichert. Reicht gerade mal für 2 Wochen. Aber was ist denn mit dem Memorandum of Understanding, einer Absichtserklärung bei den Diagnostikfirmen? Gibt es nachhaltig genug Schnelltests? Oder steuert die Bundesregierung auf ihr nächstes Fiasko zu, diesmal mit den Schnelltests? Hier kann ich nur empfehlen, heute, noch heute Klarheit zu schaffen. Was macht die Regierung aber stattdessen? Die Regierung setzt einen Corona-Taskforce ein. Theoretisch eine gute Idee, aber was für ein Traumpaar. Jens Spahn und Andreas Scheuer. Sie sollen das beide richten. Offensichtlich plant die Bundeskanzlerin, den beiden Herren bald ihr vollstes Vertrauen auszusprechen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Andrew Ullmann. Andrew Ullmann war das mit einer kleinen Spitze hier gegen zwei Bundesminister, die sich jetzt kümmern sollen um die Schnell- und Selbsttests. Aber die FDP hat ja einen Antrag vorgelegt für ein Impfportal und hat vorgeschlagen, endlich eine Software zu entwickeln, die für alle Gesundheitsämter und für alle Ärzte dann erreichbar ist. Das Ganze also zu bündeln, statt auf 16 verschiedene Lösungen zu setzen. Erwin Rüttel für die Union, jetzt der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses. Wir leben im Föderalismus und ich bin der FDP sehr dankbar, dass Sie heute einmal die Rolle der Länder in der Pandemiebekämpfung in den Mittelpunkt stellt. Ich habe in
den letzten Wochen das ein oder andere Mal kritisiert, dass die Länder ihren finanziellen Verpflichtungen bei den Hilfsmaßnahmen, die der Bund auf den Weg bringt, unterstützend nicht begleitet. Aber heute haben wir die Möglichkeit, darüber zu reden und zu diskutieren, wo also die organisatorischen Mängel bei den Ländern liegen. Der Bund ist nicht verantwortlich für Telefonhotlines, die nicht funktionieren. Der Bund ist nicht verantwortlich, wenn Menschen der Altersgruppe ab 80 keinen Termin bekommen, und davon gibt es sehr viele. Und der Bund ist auch nicht dafür verantwortlich, wenn ältere Menschen unnötig verunsichert werden. Das liegt auch nicht an den Impfzentren, die die Kommunen betreiben. Das machen die sehr hervorragend. Das ist eindeutig die Verantwortung der Landesregierungen. Und ich komme aus Rheinland-Pfalz. Auch in meinem Heimatland warten viele Menschen auf Impftermine. Hier gibt es also ein Impfchaos. Und soviel ich weiß, regiert in Rheinland-Pfalz die FDP mit. Und da könnte man ja auch eine gewisse Hilfestellung der Landesregierung geben. Und das Gleiche gilt auch für die Grünen, die hier sehr viel kritisiert haben. Aber kennt jemand ein Bundesland, wo die Grünen nicht mitregieren und oft zusammen mit der FDP? Und da wären also die Hilfestellungen, die wir jetzt hier bekommen, ganz hilfreich, wenn die dann auch in den Bundesländern ankommen würden, wo man selber Verantwortung trägt. Herr Kollege Rüttel, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der FDP-Fraktion? Ich glaube, das ist Dr. Hoffmann. Ich bin dankbar, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ja, Sie haben gerade nach einem Bundesland gefragt, in dem die Grünen auch mitregieren, und das ist Baden-Württemberg. Und da komme ich her. Und ich kann Ihnen sagen, das Impfportal dort funktioniert auch nur für U-60-Jährige, weil drüber können sich ältere Menschen damit eigentlich nicht zurechtfinden. Und es ist auch ein Chaos. Also meine Frau zum Beispiel hat sich als Lehrerin angemeldet, die wohnt im Kreis Lörrach und sollte dann nach Tuttlingen fahren. Also das sind über 100 Kilometer. Also das ist auch ein Chaos, was dort stattfindet. Dort ist die Grünen natürlich in der Koalition mit der CDU, also das Chaos auch. Aber was ich Sie eigentlich noch fragen wollte, wir haben ja sehr viele AstraZeneca-Impfdosen auf Halde liegen, die nicht verimpft werden im Augenblick. Und wie kann es sein, dass zum Beispiel auch in Baden-Württemberg jetzt im Gegensatz zu Mecklenburg-Vorpommern kein Pilotprojekt stattfindet, um die Hausärzte einzubinden, um diese Impfdosen schnell an den Mann zu bringen? Und die Hausärzte kennen ganz genau die prioritären Fälle in ihren Praxen, die Menschen, die es ganz dringend brauchen. Ja, vielen Dank. Also Sie bestätigen ja, dass also in den Ländern die Impforganisation, und das ist deren ureigenste Aufgabe, in der Regel nicht funktionieren. Und deshalb ist es wichtig, den zweiten Aspekt anzusprechen, dass wir so schnell als möglich dazu kommen müssen, dass also in den Arztpraxen geimpft wird, weil ich glaube, die entsprechende Dynamik werden wir nur bekommen über die Praxen. Und es ist eben von der Kollegin Sabine Dittmar angesprochen worden, dass also in Rheinland-Pfalz es 4 Pilotpraxen gibt. Das heißt also, es können alle machen, aber es machen nicht alle. Und damit dieser Anreiz gegeben wird, ist es ja auch vorgestern in der Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten als Auftrag erteilt worden, dass man Praxen einrichtet, die über die Länder mit Impfstoff versorgt werden, damit also Menschen aus der Priorisierungsgruppe 1 und 2 entsprechend geimpft werden können. Also ich sage es mal, wir geben hier in Berlin die Richtung vor, die Anstöße, damit die Länder endlich agieren. Aber wir sind nicht dafür verantwortlich für die Umsetzung und auch die Fehler, die die Länder bei der Umsetzung machen. Und wäre froh, wenn alle die in Ländern mitregieren, ihren Ländern die Hilfestellung geben, die man hier uns geben will in Berlin, aber mit der Absicht,
auch dann entsprechend die Schuld uns hier in Berlin zuzuschieben für Dinge, für die wir keine Verantwortung tragen, weder der Minister noch der Bundestag. Ich halte das angesprochene Tool für überflüssig, und wir brauchen andere Lösungen. Ich habe es gerade angesprochen, und außerdem können wir nicht so ohne weiteres ein Tool auf den Weg bringen, weil dann müssen die Länder Kompetenzen abgeben, ob sie sie nun ausfüllen oder nicht. Und das, glaube ich, sind die Länder nicht bereit. Darum ist das hier nach meiner Meinung auch eine Scheindebatte. Wir müssen sehen, dass wir beim Impfen vorankommen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man genau hinsieht, sieht es so schlecht gar nicht aus. Die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen sind weitestgehend geimpft. Und das merkt man auch an den Belastungen im Krankenhaus. Und das merkt man auch an den Todeszahlen. In einigen Bundesländern ist die Mehrheit der Menschen über 80 geimpft. Das Corona-Risiko der Hochbetagten ist deutlich reduziert worden. Frau Dittmer hat es eben angesprochen. Bis Ende der Woche haben wir über 11 Millionen Impfdosen, die den Ländern zur Verfügung gestellt werden. Und wir werden bald erleben, dass erste Impfzentren an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Und deshalb müssen wir jetzt neben den Hygieneregeln und dem baldigen Einsatz von weiteren Schnelltests und Eigentests mit allem Nachdruck auf eine zweigleisige Impfstrategie setzen. Und das heißt, die Impfzentren sind weiterhin auch über Ostern hinaus das Portal für die priorisierten Gruppen. Parallel muss durch die Impfverordnung gesichert werden, dass die Länder auch Arztpraxen für die Impfung beauftragen. Mit Blick auf die rasch steigenden Impfstoffmengen kommt es entscheidend darauf an, die Arztpraxen insgesamt regelhaft in die Impfkampagne einzubinden. Mit anderen Worten, wir müssen demnächst massiv über die Praxen impfen, so viel Impfstoff raushauen, wie es eben möglich ist. Und nach Ostern sollten wir perspektivisch ohne strenge Priorisierung über die Arztpraxen impfen. Ich sehe hier auch keine Probleme, dies über die bewährten Logistikstrukturen des Apothekengroßhandels zu organisieren. Bei der Grippe funktioniert das ja hervorragend, und im letzten Jahr sind fast 30 Millionen Menschen über die Arztpraxen geimpft worden, ohne dass man großartig davon etwas gemerkt hat in der Logistik und in der Versorgung. Wir brauchen mehr Flexibilität. Wir brauchen Flexibilität mit Prinzipien. Und ich bin sicher, dass die Hausärzte, da sie ihre Patienten kennen, auch das Richtige tun. Deshalb können wir die Priorisierung da etwas zurückfahren. Ich glaube, wir haben den richtigen Fahrplan, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es schaffen, im Sommer die Pandemie zu beherrschen und dass wir zu unserem normalen Leben zurückkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Erwin Rüttel. Das Wort zu einer Kurzintervention hat Dr. Anna Christmann. Jetzt eine Kurzintervention von Anna Christmann. Vielen Dank. Herr Kollege, ich wollte da gerne noch mal nachhelfen auf die Frage hin, was denn mit einem Pilotprojekt in Hausarztpraxen in Baden-Württemberg ist. Das hatten Sie nicht so spezifisch beantwortet. Und Baden-Württemberg startet natürlich auch am Montag ein breit angelegtes Pilotprojekt in Hausarztpraxen. Dort wird in den meisten Landkreisen eine Hausarztpraxis zuständig sein für ein Pilotprojekt. Also Baden-Württemberg geht da sehr zügig voran. Das wollte ich hier noch mal darstellen. Im Übrigen auch bei der Zulassung weiterer Gruppen, zum Beispiel für den AstraZeneca-Impfstoff, da war Baden-Württemberg Vorreiter, hat als erstes Lehrkräfte auch zugelassen für die Impfung, sodass dort das auch zügiger laufen kann.
Und dass es dann leider nicht so zügig läuft in den Sachen, wo der Bund auch einfach die Voraussetzungen schaffen muss, wie zum Beispiel bei den Schnelltests, wo Baden-Württemberg 7 Millionen bestellt hat und jetzt die Nachricht kommt, die sind aber leider erst im April da. Das ist natürlich dann schwierig, wenn der Bund diese Voraussetzungen nicht schafft. Deswegen vielleicht auch nochmal meine Frage an Sie, was Sie denn glauben, wie erfolgreich jetzt diese Taskforce da sein wird, um die Schnelltestproblematik zu lösen. Herr Rüttel, bitte. Also ich bin ja dankbar, dass hier so viele Beispiele gebracht werden, dass wir in dem Impfprozess insgesamt weiterkommen, indem wir uns gegenseitig informieren und Impulse geben. Und ich glaube, dass wir in diesem Wettstreit für die Bürger viel Gutes erreichen werden. Deshalb bin ich froh über jedes Projekt, das umgesetzt wird, weil wir müssen das gemeinsam machen. Vielleicht ist diese Debatte auch der Impuls und der Anstoß dafür, dass es nicht hilft, auch draußen den Bürgern, wenn wir uns gegenseitig Schuldzuweisungen zuweisen, sondern wir müssen diese Herausforderung, diese Pandemie, die es vorher noch nie gegeben hat und die wir hoffentlich auch zu unseren Lebzeiten nicht noch mal erleben wollen, dass wir die gemeinsam bewältigen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir kommen mit dem Impfen voran. Und ich glaube, wenn wir 3 Monate weiter sind, dann wird diese Debatte sich erübrigt haben, parallel begleitet durch die Teststrategien. Wir haben Tests für viele Menschen. Wir sind ja erprobt im Testen, weil wir das also schon seit Monaten bei den Pflegeeinrichtungen, bei den Krankenhäusern im Gesundheitssystem machen. Das ist für uns nichts Neues. Und deshalb wird auch hier bewährt daran gearbeitet, auch mit bewährten Kräften. Und da bin ich dem Minister sehr, sehr dankbar, dass er seine Kompetenzen einbringt, damit wir in der Pandemie weiter nach vorne kommen. Er hat Großartiges in den letzten Monaten geleistet. Und wir sollten froh sein, dass wir so einen dynamischen, fähigen, kreativen, durchsetzungsstarken Minister haben. Und da können manche Landesministerinnen und Minister noch was von lernen. Herr Rüttel, danke schön. Ja, das wurde offensichtlich Claudia Roth dann zu viel der Lobhudelei. Letzte Rednerin in dieser Debatte, Emily Zöllner, ist selber im Privatberuf Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das passt ja ganz gut hier bei der Diskussion ums Impfportal und die Bewältigung der Pandemie. Also zum Schluss der Debatte hat man manchmal den Eindruck, als hätten wir in unserem Land noch nie geimpft. Wir haben im letzten Jahr 30 Millionen Menschen geimpft in Arztpraxen bei der Grippe und es hat gut funktioniert. Deswegen finde ich diese Debatte insgesamt sehr, sehr abstrakt und ich glaube auch sehr viele Mediziner aus der Praxis tun das. Das Thema der Impfdosen, die zurückgelegt wurden, das ist natürlich eine Wochenbetrachtung. Und wir müssen natürlich schnell sein, wir wollen sie verimpfen. Aber zum Beispiel gab es von unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu auch schon am 15. Februar ein Schreiben, wo er eben ganz konkret empfohlen hat, beim AstraZeneca-Impfstoff im Februar und März vollständig diese Impfung für die Erstimpfung zu nutzen. Und das ist nur ein Beispiel, wo wir eben auch als Bund vorangehen. Wir wollen Leitplanken für die Länder setzen und das haben wir in diesem Fall auch getan. Und nichtsdestotrotz kann ich aber auch verstehen, wenn in der Praxis der ein oder andere sagt, ich bin einfach ein Stück weit zurückhaltend und gucke, wie es mit der Zweitimpfung läuft, schau, wie die Lieferungen laufen. Denn wir sind einfach in einer Situation, wo wir eine begrenzte Menge auch haben. Und deswegen bin ich erstmal ganz grundsätzlich, kann ich das an der einen oder anderen Stelle nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir haben eine Woche in Betrachtung und in der nächsten Woche wird die Betrachtung mit Sicherheit schon wieder eine andere sein als heute. Wenn die Forderung kommt, dass wir so schnell wie möglich in die Arztpraxen sollen, was natürlich der Matchwinner ist, was die ganze Situation verändern wird, davon bin ich auch fest überzeugt, weil es nämlich die Vertrauenspersonen in unserer Gesellschaft sind und ich bin froh, dass wir im niedergelassenen Bereich bei uns so ein hervorragendes System haben, dann muss man eben zum heutigen Zeitpunkt sagen, wenn wir es jetzt heute vom Fleck weg her organisieren würden und über den Großhandel auch die Verteilung organisieren,
organisieren würde, wie es ganz normal auch bei den Grippeimpfstoffen das der Fall wäre, dann wären wir halt bei 4 Impfungen am Tag für die Arztpraxen. Und deswegen ist es einfach eine Zahl, wo ich sage, das macht keinen Sinn zum jetzigen Zeitpunkt. Bitte lasst uns noch die Luft haben für die nächsten 2-3 Wochen. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch flächendeckend mit den 50.000 Arztpraxen, die wir in unserem Land haben, auch gut vorankommen und da auch eine Impfung flächendeckend organisieren können, die aber dann eben auch sinnvoll ist von der Anzahl her. Es wird schon angesprochen, die verschiedenen Modelle laufen. Bei uns in Franken zum Beispiel ist es die Stadt Fürth. Da läuft bei uns in Bayern das Modellprojekt, wo natürlich geschaut wird, dass wenn es dann losgeht so richtig, dass wir dann auch in den Arztpraxen durchstarten können. Und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich insgesamt. Ich möchte aber schon sagen, der Antrag der FDP, es wurde vielfach angesprochen, er ist überholt. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Länder ihre Portale aufgebaut, ihre EDV-Systeme aufgebaut. Bei uns in Bayern läuft es bereits, in anderen Bundesländern auch. Und deswegen kommt dieser Antrag einfach ein Stück weit zu spät. Aber Sie sind Service-Opposition und ich bin Service-Union. Ich gebe Ihnen einfach ein Beispiel, wie Sie beim nächsten Antrag vielleicht das ganze Thema von der anderen Seite noch mal aufzäumen können. Denn die Idee hinter Ihrem Antrag, die ist ja nicht grundlegend falsch. Aber wir müssen eben meiner Meinung nach da ein Stück weit tiefer einsteigen. Meiner Meinung nach ist die Pandemie bei dieser Pandemie deutlich hervorgekommen, dass wir ein besseres Wissensmanagement brauchen. Ein Wissensmanagement, das als Grundlage für die Politik dient, aber eben auch für jedermann. Und das eben, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, nicht nur auf das Impfen beschränkt sein sollte. Denn da ist natürlich die Frage, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Könnten wir nicht auch noch ein Portal für chronische Erkrankungen, Diabetes, Kinderkrankheiten? Da wird mir schon einiges und Ihnen mit Sicherheit auch einfallen. Und deswegen bin ich sehr der Meinung, wenn wir über Zukunft diskutieren, wenn wir auch mit Blick in den Herbst schauen, und das ist mir ein großes Anliegen, dass wir schon darüber diskutieren müssen, ob wir nicht wie in anderen Ländern eben auch zum Beispiel eine National Library of Health, also eine nationale Bibliothek für Gesundheit, einrichten. Denn wenn wir eins im letzten Jahr, wenn das deutlich geworden ist, dass doch beim Thema über das Wissen von Daten, Zahlen und Fakten über die Gesundheitssituation in unserem Land, dass wir da noch gut nachsteuern können. Das Thema Transparenz, und das soll eben auch von so einem Portal, von so einer Bücherei oder von einer Bibliothek von Gesundheit, muss da ein zentrales Thema einnehmen. Und Transparenz insgesamt im Gesundheitswesen ist für mich auch so ein Matchwinner, wo wir wirklich noch nachsteuern müssen. Wir haben das zum Beispiel mit dem Pflegebudget getan. Wir wissen zukünftig, wie viel Geld für die Pflege in Krankenhäusern tatsächlich auch aufgewendet wird. Und wir brauchen eben dieses meiner Meinung nach große Portal auch, um eben Fragen zu beantworten. Wer kümmert sich um das richtige Wissen zur richtigen Zeit für die richtigen Leute? Und das hat die Pandemie gezeigt. Denn es ist schon, es ist so, dass wenn man in Unternehmen rumfragt und sagt, wer ist zuständig für Personal, für Finanzen, dann weiß jeder sofort Bescheid. Und wenn die Frage aber kommt, wer ist zuständig für Wissen, dann sind häufig große Fragezeichen. Und deswegen ist für mich in eine Investition und gerade im Gesundheitsbereich der Umgang mit Zahlen, Daten, Fakten in das Wissen, eine Investition in die Menschen und eine Investition in die Zukunft. Und deswegen lassen Sie uns über so ein Portal sprechen, das größer ist. Und ich freue mich auf die weitere Diskussion zu diesem wichtigen Zukunftsthema. Vielen Dank. Vielen Dank, Emmy Zollner. Emmy Zollner war die Letzte hier in dieser Debatte. Eine muntere Debatte über den Antrag der FDP eines nationalen Impfportals. Dieser Antrag wird jetzt in den entsprechenden Ausschuss, in den Gesundheitsausschuss weitergereicht und auch weiter beraten werden.